In diesem Video geht es um Revierkonflikte und zwar von der Reihenfolge, wie sie einschlagen, links und rechts. Ein Video über die germanische Neue Medizin und es wird auch erklärt, die Waage und wie das ist, so vom Charakter, warum der eine eher ruhiger, depressiver ist und der andere eher wilder und aktiver. Ja, und was bringt mir dieses Wissen? Und zwar, damit ich herausfinden kann, was mich triggert oder welche Ereignisse, Erlebnisse ich habe, damit ich das ändern kann, um dann zum Beispiel aktiver und glücklicher zu werden. Und das ist hilfreich für dein Leben. Also übernimm Verantwortung und hör gut zu. Also hier haben wir einen Kreis. Der besteht aus zwei Hälften. Die linke Seite ist eher vom Charakter ruhig oder ein Softie, depressiv, introvertiert, eher weiblich, zurückhaltend und ruhiger. Die rechte Seite ist eher wild, aktiv, burschikos, männlich, manisch, glücklich, ja, einfach aktiv, Power. Kannst jetzt entweder eher hier in diesem Bereich sein und eher halt ruhig oder in diesem Bereich und dann eher wilder sein. Und hier, das sind nur Konflikte im Revierbereich, also in Bezug Familie, wo mein Platz ist, wie ich aufgewachsen bin, meine Eltern. Zum Beispiel sexuelle Konflikte. Identitätskonflikte, Konflikte mit Revier, wenn jemand einbricht, Ehescheidung, Revierangstkonflikte, ganz verschiedene. Da könnt ihr auch auf eine Internetseite nachschauen, die schreibe ich in der Beschreibung runter. Wir fangen an mit den Rechtshändern. Die Rechtshändern und die Linkshändern, das ist unterschiedlich. Sie hat ein Erlebnis, was zum Beispiel jetzt mit der weiblichen Sexualität zu tun hat. Nehmen wir mal an, sie sieht den Papa nackt. So, das ist für sie ein krasses Erlebnis. Sie erschrickt sich, was ist das? Oder sie erwischt die Eltern beim Sex. Und dann hat sie hier einen weiblichen sexuellen Konflikt. Und es macht hier BÄM! Hier kommt ein Konflikt rein. Und weil jetzt hier so ein BÄM ist, muss man sich vorstellen, das ist wie so kaputt hier. Deswegen wandert die Rechtshänderin rüber nach rechts und lebt jetzt hier, wo alles noch schön frei ist. So, durch dieses Erlebnis wird sie eher wilder burschikos. Also das Mädchen, das dann da drüben ist, ist dann burschikos. Je nachdem, wie krass dieses Erlebnis ist, desto krasser ist sie auch so drauf. Wenn sie jetzt, sagen wir mal, den Papa nur nackt gesehen hat, ist für sie das jetzt mal nicht so schlimm, dann ist sie so, ja, ein bisschen manischer, wilder, burschikos. Aber wenn sie jetzt zum Beispiel der Vater vergewaltigt hat, dann wäre sie ganz krass, mega manisch und burschikos. Dann, ein bisschen später, erlebt sie den zweites Erlebnis. Das zweite Erlebnis ist dann in diesem Bereich, wo es um Revier geht. Könnt ihr nachschauen, welche Konflikte hier sind. Und es macht wieder irgendwo hier BÄM! Und sie hat ein Erlebnis, je nachdem, was für ein Thema, gibt es hier verschiedene Themen. Und durch dieses BÄM, weil es hier kaputt ist, kommt sie wieder darüber. So, das ist das gleiche auch wie bei dem Mann, nur spiegelverkehrt. Ab dem dritten Konflikt ist es, wenn nicht anders. Hört gut zu. Sie hat jetzt das nächste Erlebnis im Revier, das für sie krass war. Und je nachdem, jetzt kann es sein, entweder ist der linke krasser oder der rechte krasser. Wenn jetzt der erste Konflikt gerade momentan so krass für sie ist,
und der ist schon ein bisschen vergessen und jetzt nicht mehr so wichtig. Dann kommt das dritte Erlebnis auf die linke Seite. Nehmen wir an, hier oben. Also entweder hier oder hier, aber es kommt auf die linke Seite, weil immer da, wo der Haufen größer ist, da kommt noch einer drauf. So ist es bei den Rechtshändern. Wenn jetzt aber der zweite Größe ist, gerade voll aktiv und, oder gerade voll getriggert wurde, dann kommt der dritte Konflikt da drüben hin. So, und wo kommt das Mädchen hin? Hier sind jetzt zwei fette Konflikte, hier nur einer, deswegen kommt sie darüber. Das ist die Waage sozusagen. Und sie ist dann eher ruhig, still, depressiv oder Softie. Wenn es ein Mann ist, dann ist er ein Softie. Und so geht es dann weiter mit dem vierten Konflikt. Der vierte Konflikt kommt auf diese Seite, weil hier die meisten sind. Und jetzt nehmen wir mal an, diese vier Konflikte sind jetzt momentan nicht mehr so wichtig für Sie, aber der erste ist gerade wieder voll aktiv. Dann kommt der fünfte Konflikt auf diese Seite, weil dort es viel krasser ist als hier in diesem Moment, als der Konflikt passiert ist. Und das heißt wieder, sie wird wilder auf diese Seite. Und so geht es immer weiter und weiter. Ja, und so die meisten haben überall mal irgendwelche Konflikte. So nehmen wir an, der erste Konflikt war hier, sie wurde wild. Der zweite Konflikt war hier, sie wurde wieder ruhig, zu Softie. Der dritte Konflikt, das war hier so krass, dass sie wieder auf diese Seite ging, also wurde sie wieder wild und burschikos. Der vierte Konflikt ist hier, weil hier der größere Haufen war, also bleibt sie so. Der fünfte Konflikt, die sind abgeschwacht, die waren dann aktiver, deswegen ist der fünfte Konflikt darüber gegangen und sie wurde ruhiger und softy. Dann war aber die andere Seite wieder aktiv, als sie den sechsten Konflikt bekommen hat, deswegen ist er darüber gekommen und sie ist darüber gekommen, so wurde wild und burschikos. Der siebte ist dann auf diese Seite hingekommen. Dann war sie wieder softy und ruhig. Und weil die so krass aktiv war, die Seite ist dann auch die achte hingekommen, war immer noch krass aktiv, der neunte Konflikt hingekommen, dann war das wieder schwach und hier war es aktiv und der zehnte ist hier rüber gekommen und sie wurde wild und burschikos. So, jetzt nehmen wir an, du bist erwachsen, hast alle Konflikte mal so erlebt, aber sind jetzt momentan nicht mehr aktiv und deswegen kleiner geworden, ja? Da war er erst ganz aktiv, aber jetzt ist er momentan nicht mehr so wichtig. Genau, so, und du bist einigermaßen ausgeglichen. So, dann nehmen wir an, du hast ein Erlebnis und dieses Erlebnis triggert dich an dieses Kindheitserlebnis, was du da hattest. Und weil dich so triggert, macht es da wieder Bäm, das nennt man Schiene, wenn es dich triggert. Bei der germanischen Neuen Medizin. Und du bist dann wieder voll wild und burschikos. Und hast du kurz deine Phasen, je nachdem, wie lange das dauert. Und dann ist es vielleicht nicht mehr so wichtig und du beruhigst dich wieder und bist dann ein bisschen normaler von. Das ist so die Waage. Dann hast du ein Erlebnis, das triggert dich an dieses Erlebnis und du bist dann an diesem Moment eher depressiv, ruhig, softy. Und so kann es immer hin und her gehen. Je nachdem, welche Erlebnisse du hattest, was dich triggert, bist du dann eher ruhig und traurig und depressiv oder wild, aktiv, glücklich
und Bushikus. So, der Alpha, der hat keine Konflikte. Da ist alles frei, die Waage ist in der Mitte, sie ist ausgeglichen, kein links und rechts hin und her schwinken. Einfach zufrieden. Wie das bei der Linkshänderin funktioniert, könnt ihr euch in dem Seminar vom Pilha anschauen. Auf alle Fälle ist es bei ihr so, dass es genau auf die andere Seite hinschlägt und sie so doch dadurch ausgeglichener ist. Bei der Rechtshänderin, da kommt der Bam auf die Seite hin, wo der Haufen ja eh schon größer ist. Und dadurch wird sie ja dann immer noch krasser, manischer. Also die kann von ganz krass manisch sein, dann ganz krass depressiv, ruhig und ganz krass wild. Und die Linkshänderin ist eher nicht ganz so krass. Übrigens, dieser Kreis mit diesen Konflikten, das ist auch das Schädel-CT. Wenn man ein Schädel-CT hat, würde man dann sehen, diese Konflikte. Ja, und was bringt dir das, wenn du jetzt zum Beispiel sehr depressiv bist und ruhig, aber du willst aber eher burschikos und wild sein, dann musst du herausfinden, was sind deine Schienen, was triggert dich? Aha, hier hast du einen Trigger und hier, das läuft die ganze Zeit. Du musst herausfinden, diese Trigger zu lösen, einfach vielleicht die Arbeit wechseln, wenn die Arbeit dich triggert oder keine Ahnung, irgendwelche Menschen oder Auto. Und dann kommst du wieder da rüber hin, wenn diese Seite dann mehr Bam ist als die. Genau. Wenn du mehr darüber erfahren willst, wie das funktioniert, auch mit den Linkshändern, da gibt es Vorträge, die kann man kaufen von dem Pilha. Und zwar heißt diese mit der Reihenfolge von den Konflikten Consecution. Ich tue den Link in die Beschreibung. Oder das Video Rangordnung Orgasmus von dem Pilha. Darüber geht es auch so über Waage und diese ganzen Dinge. Und da ist es viel ausführlicher erklärt mit Beispielen, dann weißt du wirklich, was das hier auch bedeutet, was das für Inhalte sind bei diesen Konflikten im Revier. Genau, und wenn in dem Revierbereich zwei Konflikte links und rechts gleichzeitig BÄM sind und aktiv sind, darüber geht es in diesem Video über psychische Erkrankungen. Wenn du noch mehr Videos sehen willst über die neue germanische Medizin oder den 5 biologischen Naturgesetze, dann schau in meinen Kanal, da gibt es mehr davon.